Part 30. Und kommt zurück und so weiter. Was ich eh nicht bringe, wenn ich ein Stück aufnehme, weil es mir zu nervig ist. Und, oh nein, in diesem Raum sind auch wieder welche. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Ja, okay, jetzt zeigen wir sie einmal halt, weil ich glaube, das ist der letzte Raum oder so. Bis zu einem späteren Tempel. Guck mal auf links Füße. Und da ist ein Schatten. Und jetzt könnten wir langsam ausweichen. Und Angriff, das ist eine riesige Krabschand. Und, oh, Albtraum damals beim ersten Mal Spiel von Ocarina of Time. Ich habe mich nicht in den Tempel reingetraut. Durch das Vieh. Und dann spiele ich auch noch jetzt Amnesia und ich bin so eine Pussy. Meine Güte. Bin ich hier richtig? Aber nee, bin ich richtig. Und, ja. Die Viecher sind für vieles verantwortlich. Und hier sind grüner Tod oder... Ja, doch grüner Tod, glaube ich, oder? Aber euch ignoriere ich. Aber ich habe keinen Schlüssel mehr. Scheiße. Problem, was mache ich nun? Jetzt war ich doch ein bisschen zu schnell, oder? Ist egal, denke ich mir mal. Kann ich da unten nicht irgendwo rein? Nee. Das kommt erst später noch. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Oder eher, was ich jetzt machen kann. Erst einmal hier runterspringen. Ach verdammt, lass mich doch da runter. Egal. Dann halt nicht. Ja, hier hatte ich Pfeil und Bogen gerade geholt. Schön und gut. Die Melodie geht mir immer noch auf die Nerven. Und jetzt gehen wir einfach mal den Weg ein bisschen zurück. Haben wir nicht da gerade ein Auge gesehen und haben wir nicht gemerkt, dass wir unsere Feensteuer nicht mehr nutzen können? Und haben wir nicht gemerkt, dass wir jetzt wieder Pfeil und Bogen haben. Ha, ha. Okay. Wenn man es genau nimmt, wir hatten auch schon einen Fanghaken, aber irgendwie haben die was dagegen, dass man einen Fanghaken benutzt, um das Auge zu aktivieren. Was im Endeffekt von der Spitze her die gleiche Wirkung haben dürfte wie ein Pfeil. Aber naja. So. Kurz anvisieren. Bam. Und der Raum hat sich gedreht. Der Gang ist wieder normal. Und da hinten ist eine Kiste. Und diese Kiste ist... Ist auf dem Boden, oder? Ja. Die sieht sehr schön verziert aus. Es ist... Der Masterschlüssel. Denk wir to win. Ja, jetzt haben wir auch nicht nur kleine Schlüssel, auch einen Masterschlüssel für die Boss-Türen. Yay, die sonst vorher immer durch irgendwelche Dungeon-Items versperrt waren. Oh, 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 oh. Kann ich euch nicht beide einfach... Okay, es ging. Und... Komm schon. Link. Gegner ist neben dir. Ich habe mich jetzt aber nicht verflucht, oder? Geht das dem Spiel überhaupt schon? Ne, geht nicht. Gott sei Dank. In Majora's Mask wird man von den blauen Toten. Vom blauen Tod halt verflucht. Das ist gar nicht so schön. Wie es sich erst anhört. Hm. Komm ich jetzt. Warte mal, hier war hier nicht eine Hand? Ne, hier war's. Stirb! Stirb einfach! Ich hasse dich! Okay, es könnte jetzt knapp werden, aber ich versuche es. Ich will die Herzen haben. Danke. Da ist irgendwie eine goldene Skatulle. War nur recht wenig interessant. Okay. Ich nehme an, ich komme hier wieder in den einen großen Anfangsraum. Ja, komme ich. Und hier gab es irgendwo. Da gab es ein Auge, genau. Für eine Kiste. Kiste hole ich mir später, wenn ich wieder im Raum bin. Sonst muss ich wieder ganz außen rumlaufen. Beziehungsweise ganz oben und dann wieder ins Loch springen, wieder hierher. Darauf habe ich keine Lust. So. Eine Hand, die man direkt sieht. Wie kommt's?
Und bam. Aber diese Hand teilt sich auf in ganz viele kleine, die ich jetzt aber einfach mit Blinds Feuer Inferno einäschere. Ah. So habe ich das gerne. Tür geht wieder auf und ich dürfte jetzt meinen Schlüssel bekommen, oder? Eigentlich bin ich der Meinung, dass ich jetzt meinen Schlüssel bekommen müsste. Und es stimmte sogar. Ein kleiner Schlüssel eröffnet eine verschlossene Tür. Der Tempel ist echt sehr logisch aufgebaut. Wenn man es hinbekommt, dann braucht man nicht unbedingt zurücklaufen. Das heißt, okay, ab Pfeil und Bogen muss ich sowieso einmal zurück, aber davon abgesehen geht's eigentlich. So, jetzt können wir eigentlich auch doch direkt hier rein, weil wir jetzt sowieso wieder dahin müssen. Oder müssen wir das? Ja, müssen wir, sonst kommen wir nämlich gar nicht nach oben hin. Und wir müssen es ja verdrehen. Und wer piept mich schon wieder in Skype an? Ja, und XD. Ich kenne niedlicheres. Was? Das ist doch. Gott, wie reaktionsfähig ist der heute, bitteschön. Ich hab das doch schon vor Stunden geschrieben. Nee, Stunden meine ich auch Stunden vor. 2, 3 oder so. Und jetzt bekomme ich eine Antwort mit. Und ja. Aber was? Was ja? Hä? Egal. Kümmern wir uns nicht darum, kümmern wir uns um den Tempel. Pep. Wo war jetzt die Kiste? Kiste? Ach, die war da. Hier, da, Link. Wow. Ist okay. Ich hab's geschafft. Irgendwie. Was ist da drinne? Schlüssel? Pfeile, ernsthaft. Ignorieren wir, dass wir jetzt so Pfeile bekommen haben. Da gibt's. Ach, ist das hier. So, okay. Ich kann direkt hier wieder hoch. Hinauf. Und hinauf. Mit dir, Link. So. Trappel. Leiter auch auf, geh Geräusch. Und das Auge war zu, wenn man es wieder trifft, ist es wieder auf. Ja, doch, auf. Wie auch immer es funktioniert. Da fand ich ja in Skyward Sword das erste Augenrätsel geil, wo man das Motion Plus nutzen musste, um das Auge zu verwirren. Das war herrlich. Vor allem, wenn man direkt wusste, was man machen muss, weil man den Trailer gesehen hat damals. Mr. Mario K1 ging offline. Ah, wieder irgendwas familiäres oder wieder Handball oder sonst irgendwas. Egal. Bin immer noch allein, scheißegal. Ja. Oh Gott, nein. Da guckt man sich einmal im Stream beim RDK Silent Hill 2 an. Silent Hill 3. Gespielt, dann guckt man sich die Silent Hill 2 Schiebe Edition nochmal an, weil sie so lustig ist. Und dann spielt jemand Silent Hill 1 im Stream. Mich Heringway. Und dann bringt man in regelmäßigen Abständen immer wieder diesen Satz. Das ist toll. So. Oh, halt, ich will. Na, was? Nervt nicht. Warum habe ich nochmal Project 64 in Steam aktiviert? Ja. Oh, das würde mich jetzt natürlich interessieren. Kann ich hier rein theoretisch das. Boah, ich kann das Steam-Modul eröffnen. Boah, ich kann das Steam-Overlay im Emulator nutzen. So. Ist alles aus, ja. Und. Was ist das da unten? Jetzt gar nicht wissen, oder? Ist das jetzt schon der Raum mit. Nee, es ist nicht der Raum. Mit dem dritten Geist. Ja, und man sieht auch schon. Es geht jetzt Lösung in diesem Raum. Man muss das Feuer nutzen, um das Eis loszuwerden. Bringt uns, dass wir den Raum gedreht haben, in dem wir gerade noch waren. Ach ja, die Rätsel sind schon. Okay. Eigentlich sind die Rätsel in jedem Zelda aber ganz gut. Wenn man das erste Mal spielt, vor allem. Manchmal muss man echt überlegen.
So. Darf ich jetzt bitte wieder da hoch? Wow. Komm ich hier irgendwo hoch? Okay, warum gibt es da eine Leiter und da vorne nicht? So, eher gesagt, dass es eher an der Tür eine Leiter gibt, oder nicht? Der Sprungangriff holt manchmal noch ein klein wenig an Höhe wieder raus. Achso, der Gang war gerade, jetzt hat man ihn gedreht. Okay. Der eine ist krumm am Anfang und man kann nur durchgehen. Der andere ist gerade und man kann nur durchgehen. Hm. Was denken die sich eigentlich erstmal dabei? Ich mag den Raum hier nicht. Wo geht's hier hin? Will ich da hin? Ne, will ich nicht. Ach, jetzt bin ich... Ach. So, jetzt bin ich hier oben. Hier braucht man... Muss man hier vielleicht... Ist es vielleicht das Lied, was ich hier brauche? Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Ne, man kann hier auch eine... Kann man hier eine Dings heraufbeschwören? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wissen wir, wie wir da rankommen würden. Machen wir sogar vielleicht gleich. Obwohl, nee. Doch nicht. Ich versuche später bei den Scooter-Sammeljagd mit dem vorher erwähnten Lied. Kann ich die da umbringen? Ja, danke. Wir haben so eine geile Hitbox hier. Da hinten noch treffe, dann ist alles okay. Und? Ah, geil. Merkt man schon, was es hier auf sich hat? Link, pass auf, die Decke fällt herab. Rückwärtsgang. Und jetzt muss man sich halbwegs merken, bis wo man durchrennen kann und wo nicht. Also auf dem Schalter dürfte ich stehen bleiben, oder? Ja, das öffnet nämlich die Tür. Lass uns mal die Decke runterkommen. Der weiße nach dem braunen da. Also der. Oder halt einfach zur Kiste. Link, öffne die Kiste. Kann man das eigentlich noch irgendwo ran? Außer durch Abzählen? Du hast neue Pfeile erhalten. Uns erkennt oder nicht? Ach, verdammt, ich wollte rückwärts rausspringen. Ist ja auch egal. Gehen wir einfach so durch. Hier ist der andere Geist, genau. Einmal abschießen, bitte. So. Und wir dürfen ein Puzzle machen. Yay. Gott. Oh Gott, auf Zeitlimit auch noch. So. Damit können wir hier nichts anfangen. Der ist nämlich echt im Weg. So. Schieben wir den dahin. Und man sieht schon, das Rätsel ändert sich. Vom Aufbauhauch nach dem ersten Mal. Ja, ein bisschen konzentrieren. Und beim ersten Mal liegt es eigentlich schon sogar komplett richtig. Man muss es nur zusammenschieben. Aber das kann man meist auch beim ersten Mal gar nicht wissen. Wobei, es ist eigentlich recht offensichtlich, dass die schon in Form liegen. Also frage ich mich gerade, was ich eigentlich die ganze Zeit rede. Scheiße, bekomme ich das noch hin? Link, bitte beeile dich und vollende dieses Bild. Und? Okay, hat geklappt. Wow, 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 direkt ausweichen und ich brauche meine Dekonüsschen. Dekonüsschen, yay. Mein taubes Nüsschen hier. Der Part geht schon in Überlänge, hält kurz auf. Okay, dann werde ich jetzt nach dem Geist beenden. Hallo, was soll das? Rückwärtsgang, 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 Rückwärtsgang. Sichtbar machen. Und angreifen. So, verschwinde. Aber wie gesagt, Überlänge. Aber jetzt habe ich eine gute Uhrzeit zum Aufnehmen. Dann geht der Part hier halt 25 Minuten. Scheiß drauf. Ciao.